Also, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum 34. Digital Breakfast in der Online-Version. Das ist jetzt die zweite Online-Version, die wir machen. Es werden noch einige folgen in absehbarer Zeit. Hoffe ich, dass wir dann auch wieder in die Offline-Welt zurückkehren. Aber eins ist klar, es wird in Zukunft beides geben, also nicht nur offline, sondern auch online. Ich glaube, das hat jeder jetzt erlebt. Und ich freue mich sehr, dass ich den Ulrich Grode gewinnen konnte für einen Impulsvortrag heute zum Thema Operating Models. Und ja, das Thema ist gerade hochaktuell. Ich habe es ja auch nochmal rumgeschickt. Vielleicht hat der ein oder andere die Wirtschaftswoche gelesen, wo er auch quasi erwähnt wird mit seinem Modell des Nightmare Competitors, Creators. Und da freue ich mich jetzt heute auf seine Perspektive mal zu hören, was sich alles so ändert. Und ja, der ein oder andere weiß es vielleicht nicht. Er hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Rocking the Ship. Ja, da geht es einfach um neue Ansätze der Strategie, ja, so nach dem Motto, wenn man immer das Gleiche macht, kann man nicht darauf hoffen, dass es was Neues gibt. Und ich glaube, er hat ein paar ganz, ganz, ganz wertvolle neue Perspektiven, also wirklich neue, die er auch vermittelt. Und deswegen freue ich mich sehr. Und Uli, ich darf dich recht herzlich begrüßen und ja, dir auch dann sofort das Wort übertragen. Ja, danke, Uli. Prima. Vielen Dank, Thomas. Herzliches Willkommen an alle Zuhörer oder Zuschauer oder beides, ne? Vermutlich fast. Ich freue mich, über dieses Thema berichten zu dürfen. Thomas, du hast ja schon ein paar Dinge gesagt zum Thema Strategie und Business Model und Operating Model. Wenn das für euch gut ist, also ich hoffe, dass ihr auch alle damit einverstanden seid, dass wir uns hier im Du-Modus bewegen. Also zumindest von meiner Seite aus freue ich mich, wenn wir das machen können. Wenn ihr mich mit Sie ansprecht, nachher dann antworte ich auch im Sie-Modus. Ansonsten lasst uns vielleicht einfach im Du-Modus bleiben. Und wenn für euch gut, dann versuche ich das mal so ein bisschen nochmal in Kontext zu setzen. Vorausgesetzt, mein Rechner will das auch. Jetzt haben wir das vorher alles so schön getestet. Ah ja, gut. Gut, okay. Funktioniert. Das war ja die Einladung, die Thomas an euch auch versandt hat. Und da steht ja drin, dass wir denken, dass das Operating Models neu gedacht werden müssten. Und es stellt sich vielleicht für einige, die in diesem Kontext unterwegs sind, schon die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Business Model und was ist ein Operating Model? Und für mich wäre das einfach so, dass wenn ich über Business Model spreche, dann meine ich damit die Unternehmensebene. Was hat Daimler? Was weiß ich, die Daten, wen wir auch immer rannehmen wollen? Roland Berger von Business Model. Das ist ja auch insbesondere dann relevant, wenn wir über disruptiven Wettbewerb sprechen, ne, und dann sehen, dass halt jetzt Automobilkonzerne durch irgendwelche Startups angegriffen werden. Wenn wir über Operating Models sprechen, dann sprechen wir eher über die Funktionen in einem Unternehmen. Und da sind ja ein paar jetzt auch erwähnt. Also sowas wie Logistik, Weiterbildung, Marketing, Vertrieb und so weiter. Und worum es mir geht, ist, dass wir jetzt während dieser 30 Minuten, die wir zur Verfügung haben, auf dieser Ebene mal schauen, was sich denn verändern wird und was ihr gegebenenfalls, wenn euch das Thema interessiert, für euch auch verändern könnt und mit welchen Methoden. Ich bleibe mal ganz kurz noch auf der Business-Modell-Ebene und versuche mich da ein bisschen vorzustellen, weil aus der komme ich ja. Ich habe irgendwie 6 Jahre lang mal bei der DK-Strategie geleitet, das war so 96 bis 2002. Das war so die Zeit, in der die digitalen Geschäftsmodelle zum ersten Mal zum Leben kamen. Das war der Beginn der Internetrevolution. Und was ich damals festgestellt habe, dass die ganzen Ansätze der klassischen Strategie im Grunde überhaupt nicht taugen, um diese digitalen Geschäftsmodelle erklären zu können. Und irgendwie diese Metapher hat sich aufgedrängt, dieser David, der es mit völlig, völlig neuen Methoden schafft, den Goliath niederzuringen. Und das sehen wir ja heute auch im
nicht digitalen Bereich, ne, wenn wir sowas anschauen wie Kieser, Cirque du Soleil, Ryanair, sowas, dann haben wir Unternehmen, die disruptiv unterwegs sind, obwohl sie nicht notwendigerweise auf eine digitale Welt, obwohl sie nicht digitale Medien nutzen. Also das heißt, das ist ein grundsätzliches Phänomen. Wie gesagt, die klassische Literatur hat aus meiner Sicht nicht so richtig viel dazu beigetragen. Und was ich festgestellt habe, war, dass selbst diejenigen, die irgendwie so mit Blue Ocean oder Alexander Osterwalder arbeiten, dass die zwar vielleicht zu neuen Ansätzen kommen, dass die aber irgendwie es nicht schaffen, in der Praxis das zur Umsetzung zu bringen. Also die Erfolgsquote ist zu gering. Und Thomas hat es ja angesprochen, ich habe ein Buch geschrieben, Rocking the Ship, hat relativ viel Beachtung auch gefunden, wo ich einen Ansatz, das möchte ich nur zum Gegenstand machen, ne, Thomas, du hast es auch schon gesagt, ne, aber das Thema Nightmare Competitor ist das große Thema dieses Buches. Und beim Nightmare Competitor geht es eben darum, die Unternehmen aus ihrer eigenen selbstzentrierten Inside-Out-Welt auch ein Stück herauszuführen und zu sagen, Kollegen, überlegt euch doch einfach mal, wie würde das denn aussehen, wenn euch jemand angreifen würde? Lasst uns doch mal ein kleines Spiel durchspielen, in dem ihr versucht, das eigene Unternehmen anzugreifen und den Chaos zu machen. Und plötzlich sind wir eben viel, viel näher dran an Umsetzung, weil wenn die erstmal nicht mehr schlafen, die Workshop-Teilnehmer, Albträume haben, was da passieren könnte, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, sich davon zu befreien, und das ist tatsächlich etwas zu tun. Und das ist dann tatsächlich auch das, was da jetzt in diesem Wirtschaftswoche-Artikel, aktuelle Ausgabe, schön gehighlightet wurde. Also das ist aus meiner Sicht wunderschön auf den Punkt gebracht. Sind auch schöne Beispiele drin. So, jetzt kommt aber der große Wendepunkt. Also ich möchte gar nicht so sehr Werbung machen für das, was ich da in der Vergangenheit gemacht habe. Denn obwohl wir jetzt beispielsweise hier in der Wirtschaftswoche ganz aktuell diesen Artikel drin haben, aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt gerade mal überlege, was taucht denn bei mir auf, dann ist es gar nicht so sehr, dass ich gerade Anfragen kriege zum Thema Geschäftsmodell neu machen, sondern dann kriege ich Anfragen, die heißen, wer Geschäftsmodell, wir gucken eigentlich, dass wir überleben können. Ne? Also lass uns ein bisschen in Frieden mit dem Geschäftsmodell. Was wir hinbekommen müssen, ist irgendwie unsere Organisation neu aufzustellen. Und da ist mein Eindruck eben, dass ganz viele Unternehmen an der Stelle noch keine richtige Vorstellung haben. Richtig deutlich geworden, dass wir uns darum kümmern müssen, um die Neuaufstellung von Unternehmen, ist jetzt eigentlich wirklich mit der Corona-Krise. Ich habe immer wieder gepostet auf LinkedIn zu dem Thema, und einer, der aus meiner Sicht ganz, ganz toll sich ganz früh auch aufgestellt hat, das war der Matthias Horx. Und was er gesagt hat, war, die Welt, as we know it, die löst sich gerade auf, ne? Und der hat damals schon gesagt, aber dahinter fügt sich irgendwas Neues zusammen, dessen Formen wir gerade vielleicht erst annehmen oder uns vorstellen können. Und aus diesen ganz frühen Wortäußerungen ist ja dann auch immer mehr geworden. In der FAZ, auch darüber habe ich gepostet, gab es dann einen Beitrag, der hieß die neue Normalität. Das ist ja auch ein Begriff, über den wir heute häufig sprechen, neue Normalität. Die haben aber immerhin eines getan, dann, also das war dann schon ein Fortschritt gegenüber Horx. Die haben Thesen gebildet und gesagt, an welchen Stellen sich was verändern wird. Ich habe die da rechts auf dem Bildschirm auch nochmal für euch dargelegt. Und ihr könnt ja selber nochmal ein bisschen drüber fliegen. Wenn man die sich verinnerlicht, dann wird, glaube ich, eines klar, egal über welche Branche wir sprechen, es stehen massive Veränderungen an, wie sich diese Branchen auch aufzustellen haben. Und klar, stehen ganz oben Branchen wie Tourismus oder Mobildienstleister, Mobilitätsdienstleister oder das Gesundheitswesen. Aber ich meine, wir können ja jetzt auch über die Produzenten, die Logistiker sprechen, den Handel, die Nahrungsmittelindustrie und so weiter. Und dann sehen wir, irgendwie betrifft uns das alle. Und dass wir jetzt in diesem Format zusammenkommen, ist ja auch ein ganz starker Beleg dafür, ne, dass sich da Dinge verändern. Wir sehen, dass da die Veränderungen kommen. Aber wenn wir jetzt mal reinschauen, wie sieht es denn aus mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir für Funktionen verantwortlich sind? Dann beginne ich jetzt einfach mal bei der Funktion, für die ich ja immer noch brenne und die mich hauptsächlich beschäftige. Das wäre die Strategie.
Und jetzt weiß ich nicht, wie viele von euch in Strategiethemen tiefer drinstecken. Aber nachdem wir ganz viele Jahre über sowas wie Balance Scorecard gesprochen haben bei der Strategieimplementierung, wäre ja im Augenblick das, was der John Doerr geschrieben hat, also zum Thema OKR, Objectives and Key Results, wenn ich das mal so hier in diesem Kreis sagen darf, the hottest shit. Ne? Also das ist das, was im Augenblick überall diskutiert wird. 2018 hat er das Buch geschrieben, dann hat es ein bisschen gedauert, bis übersetzt wurde und auch im deutschen Raum Verbreitung gefunden hat. Und inzwischen rühmen sich Unternehmen wie BMW und so weiter an der Speerspitze zu stehen und eben ihr altes Balance Scorecard Modell durch sowas wie OKRs ersetzt zu haben. Und wenn wir aber mal genau drauf schauen, dann müssen wir eigentlich sehen, dass dieses Modell von John Doerr eingeführt wurde im Jahr 1999 bei Google. Deswegen hat es aber auch so große Verbreitung gefunden, ne? Weil alle irgendwie so sein wollen wie Google. Dann schauen wir nochmal ein bisschen tiefer in dieses Buch rein und dann sehen wir, dass er sich eigentlich mit ganz viel von seiner Theorie auf Andy Grove bezieht. Und dann sind wir im Jahr 1980 unterwegs. Ja? Und jetzt müssen wir uns einmal überlegen, dass wir irgendwie fortschrittlich oder Bücher haben, die als fortschrittlich gesehen werden und klar, die OKRs mit ihrem Versuch, Strategieimplementierung agiler zu gestalten, sind auch ein ganz großer Fortschritt. Aber ich möchte einfach mal deutlich machen, wie sehr wir uns da auf Tools der Vergangenheit berufen oder Tools, wo wir gar nicht hinterfragen, helfen wir uns eigentlich dabei, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern? Oder überlegt mal, die meisten von euch sind vertraut mit SAP-Anwendungen oder Oracle oder wie auch immer. Und wir nutzen die und sehen die auch als das Rückgrat unseres Unternehmens an, ne? Also ganz wichtige Tools. Aber wenn wir jetzt auch wieder hinterfragen, woher kommt denn das? Und dann müssen wir in unserer Zeitrechnung irgendwie so 40 Jahre mindestens zurückgehen. Und diese Tools wurden entwickelt in der Welt, als wir halt noch linear planen konnten, als wir klassische Planungszyklen hatten und so weiter. Und ich hoffe, ich kann für euch rüberbringen, dass es notwendig ist, tatsächlich in jeder einzelnen Funktion, ob wir jetzt über die Rechtsabteilung sprechen, ob wir über die Produktion, die Logistik sprechen, die Personalabteilung oder was es auch immer sein mag, zu hinterfragen, ist denn das Operating Modell, das wir heute einsetzen, tatsächlich noch das richtige Operating Modell? Oder gäbe es dazu Alternativen und wie würden die aussehen? Und was ich jetzt machen möchte, also ihr seht hier einfach mal vier Beispiele. Ich möchte mit euch heute in eines dieser Operating Models eintauchen, ganz exemplarisch und mit euch da sukzessive durchgehen und zeigen, wie man das neu entwickeln kann. Und wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr vielleicht auch schon ganz viel mitgenommen, um in eurem Verantwortungsbereich, auch wenn das ein anderer sein mag, gegebenenfalls Gleiches zu tun und mal zu hinterfragen, gäbe es da nicht auch andere Ansätze, die vielleicht besser geeignet sind, den Herausforderungen der Zeit Rechnung zu tragen. Bevor ich da einsteige, weil jetzt würde ich mal exemplarisch in so ein Radardiagramm einsteigen und sowohl dann halt damit in einem Bereich inhaltlich vorlegen, weil was man machen kann, aber natürlich auch gleichzeitig versuchen, die Methode darzulegen. Frage an euch, gibt es dazu, was ich zu bislang gesagt habe, schon Fragen? Thomas hat ja vorher schon gesagt, einfach die Leertaste drücken bei euch auf der Tastatur und dann könnt ihr da jetzt auch losschießen, wenn ihr jetzt schon Fragen habt. Traut sich noch keiner, oder? Keine Fragen soweit. Also gut, dann mache ich weiter. Übrigens, bitte macht davon auch Gebrauch, wenn ich irgendwas erzählen sollte, was euch total gegen Strich geht, was ihr dann noch nicht verstanden habt. Dann bin ich gerne bereit. Ich glaube, unser Kreis ist jetzt klein genug, als dass ich da auch individuell auf Fragen dann eingehen kann. Was meine Überzeugung wäre, lasst mich das vielleicht, bevor ich jetzt in ein Radardiagramm einsteige, auch nochmal kurz darlegen, ist, dass wir uns tatsächlich auch als Unternehmen da neu aufstellen müssen. Also zwei Verhaltensarten sollten wir kritisch hinterfragen. Die eine wäre, dass wir sagen, das sei jetzt nur mal ein Einmal-Event. Ne? Weil wenn wir das jetzt verleugnen, dass wir uns neu aufstellen wollen, dann werden wir nicht die Schlussfolgerung rausziehen.
Und es gibt ja ganz viele Leute, die, das wäre dann jetzt so der zweite Punkt, die dann einfach darauf warten, dass wir zurückgehen zu einer Normalität, wie wir sie gekannt haben. Und ich glaube, dann haben wir eine ganz große Chance verpasst. Wir müssen also viel eher schauen, dass wir diese Themen Agilität, ne, also wie sind wir schneller unterwegs, und Resilience, das wären für mich zwei eigenständige Themen, ne, wie fallen wir nicht so leicht um, die stehen manchmal auch ein bisschen im Widerspruch, gehandelt bekommen. Und wie gesagt, also auf das möchte ich jetzt einzahlen. Und das Beispiel, das ich mir rausgesucht habe, und das vielleicht auch mit gutem Grund, weil so ein bisschen sind wir jetzt auch in diesem Kontext gemeinsam unterwegs, ne? Also es geht darum, Wissen digital zu vermitteln. Also das wäre eine Überlegung, warum ich mir das rausgesucht habe. Die zweite ist aber auch, über das Thema Personalentwicklung kann eigentlich jeder von euch mit Sicherheit mitsprechen, weil selbst wenn ihr nicht in der Personalverantwortung seid, dann seid ihr doch sicherlich irgendwann mal in Entwicklungsprogrammen drin gewesen oder seid derzeit noch drin. Und insofern, denke ich, könnt ihr das ganz gut nachvollziehen. Was ihr da seht, ist also so ein Radardiagramm. Ich habe vorher schon ein paar im Überblick gehabt. Und dieses Radardiagramm möchte ich euch jetzt nicht in der Komplexität auf einmal zumuten. Ich habe ja gesagt, ich erzähle euch mal, wie das von der Methode her funktioniert. Und deswegen beginnen wir mal quasi bei einem nicht ganz nackten Blatt Papier, aber bei einem, das deutlich schlanker daherkommt. Ja? Und das füllen wir jetzt gemeinsam auf. Was ihr da seht, ist also etwas, das ich als Radardiagramm bezeichne. Und Radardiagramm ist aus meiner Sicht einfach ein schöner Begriff, weil er vielleicht sofort auch transportiert, dass wir mit diesem Tool Dinge offensichtlich machen wollen, die wir mit bloßem Auge vielleicht gar nicht identifizieren können. Und was ihr da drüben seht, ist, dass wir das jetzt also erstmal machen für die Situation, wie wir sie heute kennen. Und das wollen wir anhand ein paar Kriterien machen, die ihr, wenn ihr ein bisschen Erfahrung im Bereich Business Innovation habt, vielleicht auch aus sowas wie der Business Model Canvas von Alexander Osterwalder ganz gut kennt. Also da geht es erstmal darum, dass wir uns das Leistungsangebot ein bisschen genauer anschauen. Und das hat ja jede Unternehmung. Da sprechen wir auch von Value Propositions. Das sollte aber idealerweise ja auch jeder Funktionsbereich haben, ne? Dass er sagt, was er leisten kann und was besonders gut. Und dann sind wir bei Elementen der Wertschöpfung, die wir auf Unternehmens- wie auf Funktionsebene brauchen. Meistens geht es auch um Zulieferer, ne? Also wessen bediene ich mich, wen manage ich noch, um mein Leistungsangebot erbringen zu können. Die Frage ist, an welcher Stelle werde ich denn gemessen und mit was? Also worum geht es bei der Optimierung der Auslastung? Wenn man also beim vierten Kriterium, und Einnahmen werden intern meistens nicht in gleichem Maße angestrebt wie extern, aber häufig haben wir das Thema der internen Leistungsberechnung, kann also auch ein Punkt sein, und Integritätsstandards, können wir mal drüber nachdenken. Bei all den Kriterien gilt, wenn uns nichts dazu einfällt, dann springen wir einfach zum nächsten. Probieren wir es mal gemeinsam. Wir starten mal mit dem Thema des Leistungsangebots. Und wie gesagt, ich möchte mit euch ja über die Weiterbildung und die Weiterbildungsabteilungen in Unternehmen sprechen. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist es ja so, dass die alle, insbesondere wenn sie dann vielleicht sogar den Titel Corporate Academy noch tragen, dann leben die von, dass sie mehrtägige Präsenzseminare anbieten. Ne? So war die Welt bislang. Häufig machen die das auch in einer ansprechenden Umgebung. Also für Top-Management-Seminare findet man sich dann auch gerne in schönen Hotels zusammen. Ansonsten hat man vielleicht auch schöne Räumlichkeiten im Unternehmen. Es geht darum, einen bestimmten Wissenskomplex innerhalb einer bestimmten Zeit, also mehrtägig meistens, auch umfassend zu beleuchten. Und was den Unternehmen häufig auch und den Teilnehmern großes Anliegen natürlich ist, dass man sich auch kennenlernt. Ne? Also dass dieses Socializing eben stattfinden kann. Das ist implizit oder explizit normalerweise auf der Agenda drauf. So, springen wir einen Schritt weiter, wenn das für euch gut ist. Übrigens, wenn ihr sowas selbst macht und denkt, also das, und wir über sowas sprechen, jetzt gibt es aber noch ein weiteres Argument, ne? Dann nehmt das einfach mit auf. Das geht jetzt nicht darum, absolut richtig zu sein, sondern einfach einen Sachverhalt ausreichend gut auch illustriert zu haben.
Und vielleicht habe ich das jetzt, was das Leistungsangebot angeht, ja mit dem getan, was ich da gemacht habe. Springen wir also zum nächsten und fragen wir mal, was ist denn notwendig, um sowas dann auch leisten zu können? Und dann braucht man üblicherweise in den Unternehmungen eine Abteilung dafür, die alles, was dafür notwendig ist, eben auch managt. Ne? Das geht darum, die richtigen Trainer auszuwählen, das geht darum, die Hotels zu buchen, es geht darum, interne Seminarbeschreibungen aufzustellen, die Teilnehmer zu koordinieren und so weiter. Ne? Also all das muss ja irgendwie geleistet werden, dazu haben wir üblicherweise ein paar Leute. Und ich muss dann schauen, eben, dass das auch, was die Auswahl angeht, an bestimmten Kriterien festgemacht wird, ob die jetzt finanzieller Natur sind, also dass eine Abteilung ein bestimmtes Budget hat und nicht überschreiten darf, oder ob das auch an Leistungskriterien der Teilnehmer festgemacht wird. Stichwort Assessment, die dazu eine Rolle spielen können, Beitrag leisten können, sei mal dahingestellt. Gibt es Zulieferer? In dem Fall ja. Also weil die meisten Unternehmen arbeiten ja, wenn es um Weiterbildungsinhalte geht, auch mit Trainern oder Business Schools zusammen, die man einbinden muss, wo man Vertrauensbeziehungen aufbaut, wo man die Trainer über die Zeit gut kennt und natürlich, wenn man Hotels oder Trainingszentren eingebunden hat, dann gibt es auch dort etablierte Beziehungen und man wirft sich die Bälle zu. Springen wir zum nächsten. Was ist wichtig im Hinblick auf die Prüfung? Ist diese Arbeit effizient? Da würde es darum gehen, dass man schaut, wie viele dieser Kurse finden statt und wie gut sind die denn ausgelastet. Ne? Und wenn Kurse nicht gut ausgelastet sind, legt man halt zusammen oder sagt auch Kurse ab. Also das wäre dann das Instrument, um die Effizienz zu beeinflussen. Und bei den Weiterbildungsaktivitäten kommt es jetzt relativ häufig vor, dass eine interne Leistungsberechnung erfolgt. Und dann wäre das einfach eine Gebühr pro Teilnehmer, über das letztendlich all das, was da gerade vorgestellt wurde, auch refinanziert wurde. So, und das ist das, was man jetzt also versucht, möglichst schnell und durchaus auch in einer quick and dirty, wenn ich das so sagen darf, oder in einer sehr grobschlächtigen Form, wäre vielleicht eine andere Bezeichnung dafür, einfach mal zu skizzieren, wie funktioniert üblicherweise unsere Arbeit, in diesem Falle halt Operating Modell, ne, also die Funktionsarbeit. Und meistens ist das so, dass das sich ja dann auch gar nicht großartig unterscheidet. Ne? Ob das jetzt bei Busch, Daimler oder BASF die Weiterbildungsabteilung ist, da gibt es nicht so große Unterschiede. Soweit von allen nachvollzogen, was wir da haben? Oder gibt es da Einsprüche oder Ergänzungen zu dem Modell, das wir da jetzt an der, auf dem Whiteboard haben? Auf dem Screen vor uns? Soweit gut? Okay. Schweigen werte ich jetzt einfach mal als Zustimmung. Gerade die Kundensicht wird gerade. Ja, okay. Also wie ist die Kundensicht? Ja, Thomas, artikuliert vielleicht die Frage nochmal komplett. Also da war im Chat wurde die Frage gestellt, Kundensicht, Fragezeichen. Also wie wird die Kundensicht da berücksichtigt, denke ich, war die Frage. Ja, es ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt gleich mal das Modell hinterfragen, wird wahrscheinlich deutlich, dass sie tatsächlich noch nicht so wirklich berücksichtigt wird. Und das ist häufig ein Phänomen auf einer Businessmodellebene eben wie auf einer funktionalen Ebene. Und dieses Phänomen beschreibe ich mit dem Punkt, dass wir alle inside-out orientiert sind. Also überlegt euch einfach mal, ich erkläre es kurz auf einer Businessmodellebene. Wir sind Automobilhersteller und dann ist unsere Zielsetzung, dass wir möglichst viele Autos produzieren, ne? Weil unsere Fabriken ja ausgelastet sein müssen. Und wir behaupten, wir wären kundenorientiert, weil wir denken dann, dass wir auch die richtigen Motoren, die richtigen Farben und was weiß ich, vielleicht auch umweltfreundliche Autos anbieten. Aber wenn es den Kunden da draußen geben sollte, jetzt bin ich bei dem Punkt Kundensicht, die sagen, hey, ich möchte eigentlich nicht unbedingt ein Auto, ich möchte Mobilität, dann sind wir falsch aufgestellt.
Und in gleicher Weise kann ich das jetzt hier auch sagen, ne, also die Personalabteilung, die Corporate Academies, die denken, sie wären kundenorientiert, indem sie halt Feedbackbögen aushändigen, indem sie immer wieder fragen, welche Inhalte wollt ihr denn geschult bekommen? Aber eigentlich finden die dann immer wieder im gleichen Muster statt und berücksichtigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also insofern bin ich sehr dankbar für die Frage, diese Punkte berücksichtigen zumindest nicht alle Kunden und nicht die Wünsche aller Kunden in vollem Umfang. Wenn es euch gut, steige ich da genau an der Stelle mal ein. Schauen wir uns mal verschiedene Kundentypen an. Ne? Also wenn man mit Business Model Innovation unterwegs ist, dann bezeichnet man sowas eben als Personas. Und jetzt habe ich den einfach mal die Persona Robert genannt. Und der Robert ist der Geschäftsführer. Und gerade in heutigen Zeiten fragt er sich natürlich, ist das denn, was ich da bislang in der Weiterbildung gemacht habe, tatsächlich kosteneffizient? Also, dass ich für alle quasi ein gleiches Programm anbiete. Und er ist sich da nicht so wirklich sicher, auch wenn er, so habe ich das hier jetzt mal beschrieben, jemand ist, der Weiterbildung ganz grundsätzlich als ein extrem wichtiges Thema ansieht. Ne? Aber das ist ja so ein bisschen wie mit Marketing, dass das so ein Buch mit 7 Siegeln ist. Und es gibt ja diesen im Marketing, diesen berühmten Satz, ne? Ich weiß, dass ich 50% der Kosten, die ich für Marketing ausgebe, zum Fenster rausschmeiße. Ich weiß nur nicht, welche 50%. Ja, und so ist das bei der Weiterbildung auch so ein bisschen. Wir wissen, wir müssen was tun, wir können nicht drauf verzichten, aber ob das alles so punktgenau ist, wird gerade in heutigen Zeiten ja durchaus hinterfragt. Steigen wir aber vielleicht mal noch auf weitere Kunden ein, die jetzt nicht Geschäftsführung sind, sondern wirklich jetzt die Teilnehmer von Seminaren. Und ich habe mal 4, bei denen wir vielleicht sofort auch die Frage stellen können, hey, wait a minute, hat es denn dafür Corona gebraucht, um uns die Wünsche dieser Kunden, die nicht wirklich erfüllten Wünsche dieser Kunden, vielleicht zu vergegenwärtigen? Lass uns mal beim Rainer beginnen. Das wäre jetzt also eine weitere Persona. Und der Rainer, der hat beispielsweise eine Greta-begeisterte Tochter, und kann der beim besten Willen nicht erklären, warum aus der ganzen Welt ein Top-Management-Seminar 15 Leute eingeflogen werden müssen. Wir sprechen jetzt noch gar nicht über Kosten, ne, sondern allein über den CO2-Ausstoß, den wir generieren, wenn wir solche Seminare in ganz klassischer Art und Weise machen. Dann von einer ganz anderen Ecke kommend, die Anne, die gerade 3 Kinder hat und vielleicht hat sie sogar einen Mann, der mit ihr versucht, die Lasten zu teilen. Ne? Aber sie haben keine Großeltern und sonst irgendwas. Irgendwie müssen sie das mit den Kindern gemanagt bekommen. Und zu einem Seminar hinzufliegen oder dort im Hotel zu übernachten, ist für sie eine massive Herausforderung. Ne? Und eigentlich, also sie versucht das einzurichten, aber es ist jedes Mal ein massiver Kraftakt. Ne? Die wäre eigentlich lieber zu Hause. Die Petra kommt aus einer ganz anderen Ecke. Die ist richtig tough drauf, die ist Expertin in ihrem Feld und wenn die in Seminare reingeht, dann ist es so, dass 80% für die irgendwie, da wird sie sich am liebsten mit dem Dozenten streiten. Ne? Ich kenne das ja aus meinen Seminaren heraus eigentlich ist es auch toll, solche Leute im Seminar zu haben, aber wenn man sich anfängt, mit denen intensiver zu beschäftigen, dann leiden die anderen und meistens ist das die Mehrzahl, die gekommen sind, weil sie ja den Stoff systematisch und nicht auf ganz hohem Niveau einfliegen. Ne? Die wollen den Stoff systematisch kennenlernen. Und eigentlich würde die Petra was ganz anderes wünschen, nämlich die würde viel lieber so Scheibletten, so Snipplets haben, wo sie sagen kann, ja, zur 5. Einheit lohnt es sich, dazu zu kommen. Aber die ersten 4 Einheiten, die kann ich mir schenken. Ne? Und dann werde ich weiter entscheiden. Und dann haben wir den Michael, der kommt nochmal aus einer ganz anderen Ecke. Und dieser Michael, der hat sich beispielsweise angemeldet für BWLer für Nichtbetriebswirte, ne? Also ein BWL-Seminar für Nichtbetriebswirte. Und jetzt stellt er fest, verdammt nochmal, irgendwie kenne ich mich jetzt tatsächlich am wenigsten aus, weil ich habe mich nach Ausschreibung angemeldet. Und die ganzen anderen Leute, die da drin sitzen, oder ein großer Teil, die haben irgendwie Erfahrung. Und wenn sie es nicht aus der Uni mitbringen, dann haben sie doch irgendwie aus dem Job Erfahrungen mitgebracht, die wertvoll sind oder haben vorher schon Seminare besucht. Und ich bin jetzt derjenige, der irgendwie das 5. Rad am Wagen ist. Und der würde irgendwie lieber zwischendrin mal Zeit haben, um durchzuatmen, zu reflektieren und so weiter. Ja? Und jetzt seht ihr, und ich hoffe, dass ich jetzt die Frage abschließend
beantworten konnte, das klassische Programm, obwohl es wahrscheinlich behauptet, wenn man die Weiterbildungsverantwortlichen befragt, ja, wir sind maximal kundenorientiert, befriedigt bei weitem noch nicht die Bedürfnisse aller Kunden. Und was ich mit euch jetzt machen möchte, wäre mal in einen alternativen Entwurf einsteigen. Und wiederum gilt, das muss noch nicht der abschließend richtige sein, aber wie man einfach mal anfangen kann, neu zu denken. Und dabei hilft die Systematik. Ja, also bitte seht es einfach auch als exemplarisch an, weil nicht jeder von euch ist jetzt im Weiterbildungsbereich vertreten und dann geht es eher um die allgemeine Logik. Was ich jetzt mit euch mache, ist, dass ich mit dem neuen Kunden, ja, und ich habe ja sogar mehrere jetzt vor Augen, mit diesem neuen Kunden, mit diesen Personas vor Augen, versuche ich jetzt einfach mal anders zu denken. Und jetzt ergeben sich viele Dinge, die ihr hier auf der Grafik findet, eigentlich schon wieder von selbst. Also die modularen Trainingseinheiten und die kürzeren Einheiten, die sind sowohl für die Petra als auch für unseren Rainer, habe ich den, glaube ich, genannt, oder ich weiß es nicht mehr, also derjenige, der überfordert ist, von ganz hoher Wichtigkeit, weil sie können sich dann besser kalibrieren. Für die Petra ist wichtig der zweite Punkt, nämlich, dass sie dann halt präzise Ausschreibungen bekommt und sich gezielt darauf auch dann einloggen kann. Für den letzten in meiner Aufstellung wäre das hier von Relevanz, ne, die individuellen Coachings. Und jetzt lasst uns vielleicht zu einem Punkt kommen, den ich da noch gar nicht vorher angesprochen habe. Überlegt euch einfach mal, in vielen Weiterbildungsabteilungen wird doch ein Thema immer wieder ganz oben gehalten, auch als Wunsch artikuliert. Ich kenne das ja als Trainer, die sagen, Grote, achte darauf, dass nachher auch ein Praxistransfer stattfindet. Ja? Und klar versuche ich das zu simulieren, indem wir in die Seminaren und Workshops dann kundenspezifische Module, Case Studies einbauen. Aber überlegt euch einfach mal, wir haben jetzt eine 1,5-Stunden-Einheit und danach kriegt jeder eine Aufgabenstellung und beim nächsten Mal, wenn wir zusammenkommen, muss darüber berichtet werden. Ja, und die Leute haben auch die Zeit dafür, diesen Praxistransfer zu machen. Dann bin ich doch jetzt plötzlich daran, dass dieser Praxistransfer quasi gar nicht mehr vermieden werden kann. Ne? Also der erfolgt zwingend. Und damit hätte man, auch wenn es natürlich ganz viele Nachteile gibt, bei digitalen Trainings, die erleben wir jetzt gerade auch, ich als Trainer auch, ne? Ich hätte euch viel, viel lieber alle direkt hier im Classroom und könnte die Reaktion jeden Einzelnen beobachten. Ne? Das kriege ich natürlich nicht hin. Ja, aber lasst uns doch mal schauen, was wir anstelle dessen vielleicht auch an Vorzügen haben können. Jetzt springe ich zum nächsten Punkt. Das wäre also, was brauche ich an eigener Wertschöpfung? Und dann brauche ich hierfür eine Webinfrastruktur für Learning Journeys. Und das wäre für mich eben nicht Zoom. Wenn ich sowas in Unternehmen über einen längeren Zeitraum machen möchte, dann brauche ich dafür Tools, die mir den Lernfortschritt jeden einzelnen Teilnehmers helfen, nachzuhalten. Ja, also das ist ein Tool, wo die sich zu Anfang einloggen, wo Communities gebildet werden, ne, wenn ich jetzt also wirklich ein längeres Programm vor Augen habe, wo Fragen nach jeder Einheit gestellt werden, wo die Teilnehmer die einreichen müssen beim Facilitator. Der Facilitator schaltet die grün, wenn die Aufgabe zur Zufriedenheit gelöst ist, wo die sich bei Coaches gegebenenfalls noch Rat einholen können, ob das jetzt der Trainer ist oder jemand aus der Organisation und so weiter, wo die nächsten Einheiten schon auf einem Terminplan abrufbar sind. Das ist das, was ich meine. Ne? Wenn euch das übrigens interessiert, also ein Anbieter, den ich in dem Kontext super finde, wäre Promote. Solltet ihr in dem Bereich unterwegs sein, schaut euch mal das an, was die machen. Die sind da echt, die bieten all das. Schwedisches Unternehmen. Dann brauche ich eigentlich als Weiterbildungsabteilung neue Verträge mit den externen Trainern, ne? Weil bislang war ich ja gewohnt als Trainer, irgendwie 3 Tage am Stück gebucht zu werden. Jetzt wollen die von mir 1,5 Stunden Snippets. Und dann wollen die das idealerweise noch mitschneiden und nachher im Unternehmen als Konserve unter Umständen spielen. Ja, das sind ja meine Copyrights. Hey, das durft ihr nicht so einfach. Und also eigentlich muss jetzt ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Ne? Dann im Sinne von Auslastung, denk mal so an Netflix. Netflix braucht nicht um 20.15 Uhr die Auslastung. Ja, das ist total toll, was die Netflix-Leute machen.
sondern die fragen sich, egal wann, ob das in der Mitte der Nacht oder am frühen Morgen ist, wie häufig wird eine Sendung überhaupt angeschaut. Und das kann ich doch jetzt in diesem neuen Modell auch tun. Und ich kann mich fragen, wie sieht das eigentlich aus mit dem Lernfortschritt? Ne? Das kann ich ja messen dann, ne? Anhand von Fragebögen, die die ausfüllen müssen im Nachgang oder Case Studies, die sie einreichen müssen. Und jetzt wäre es doch total toll, das zum Auslastungskriterium zu machen. Ne? Wie häufig wird eine Veranstaltung idealerweise aufgerufen? Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und jetzt könnte ich ja sogar noch sagen, die Weiterbildungsabteilung, aber vielleicht auch der Trainer, der wird jetzt auch danach vergütet, wie toll der Lernerfolg ist. Und schließlich, jetzt bin ich beim Integrity-Kriterium, ne? Bei den klassischen ist mir da nicht so viel eingefallen. Aber jetzt nehmen wir nochmal unsere erste Persona mit der Greta-Tochter. Für den wäre jetzt das Thema Kostenreduzierung und Ressourcenschonung schon noch ein wichtiger Punkt. Und das wäre schon auch etwas, mit dem sich Unternehmen ja in heutigen Zeiten auch ein Stück weit schmücken können. Also bitte versteht es richtig, ich bin jetzt kein Advokat, der sagt, wir müssen alles auf digital umstellen. Aber die Frage wäre ja, wie viele Personas haben wir, die nicht richtig zufrieden sind? Und für wie viel Prozent unseres Trainingsprogramms wäre das eigentlich jetzt die richtige Ausgestaltung? Bevor ich die gesamthafte Darstellung aufrufe, lasst mich noch einen ganz wichtigen Punkt darlegen, der häufig vergessen wird. Der Michael Porter hat mal gesagt, Strategie ist zu 50% die bewusste Entscheidung, Dinge zu tun und zu 50% die bewusste Entscheidung, Dinge nicht zu tun. Also es geht mir jetzt ums Eliminieren, um Weglassen, um Reduzieren. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, und also wir stellen einfach mal die Frage, wenn wir das für unsere interessierten Personen das machen würden, klar, dann brauchen wir keine, also für die in diesen Kontexten keine mehrtägigen Präsenzseminare mehr. Wir brauchen auch die Hotels nicht mehr. Jetzt denkt mal in Kostendimensionen. Was bedeutet das, ne? Wenn wir diese Übernachtung nicht mehr bezahlen müssen, die Anreisekosten auch. Dann bei diesen Punkten kann man jetzt trefflich streiten. Also positioniert die einfach, wo ihr wollt. Also wenn ihr beispielsweise der Meinung seid, dass dieses Socializing im digitalen Training eine Katastrophe ist, dann macht den erst nach unten hin. Wenn ihr der Überzeugung seid und schon mal beispielsweise in Zoom mit Conference Rooms gearbeitet habt, wenn ihr ein richtiges Onboarding schon mal hattet, ne, wo die Leute sich dann wie bei Xing oder LinkedIn auch vorstellen müssen, vielleicht kleine Videochats hochladen, also Videos hochladen müssen und so weiter, dann kann man das schon hinbekommen. Das ist nie auf dem Niveau da oben. Ne? Aber macht das einfach für euch, wo ihr den Punkt hinsetzt. Aber dann kommen wir eben noch zu ein paar anderen Geschichten, die dann wichtig sind. Ne? Also dieses klassische Kriterium hier ist nicht mehr relevant. Dieser ganze Verwaltungsaufwand, den wir hier haben, lässt sich natürlich drastisch reduzieren. Und dann sind wir natürlich schon bei der Frage, wie sieht denn jetzt eine Abteilung, die sich, also eine Weiterbildungsabteilung, eine Corporate Academy, die sich dieser Herausforderung annimmt, wie sieht denn die aus? Die werden wahrscheinlich zu einem bestimmten Prozentsatz noch ihr klassisches Programm haben, aber wie stellen die sich auf für die, also personell, wie viel Prozent ihrer Ressourcen und so weiter, um das, was wir jetzt rot hier abgebildet haben, für sich umzusetzen? Ja? Und also das ist jetzt ein Beispiel. Ich denke auch, ich bin von der Zeit jetzt schon so, dass ich eigentlich jetzt in Richtung von Dialog mit euch nochmal gehen sollte. Ich bin auch soweit durch. Vielleicht einfach abschließend. Dafür kann ich noch ein bisschen Schleichwerbung eben machen, wenn ihr einverstanden seid. Sollte euch das interessieren, also wir haben ja jetzt nochmal Zeit, um auch zu diskutieren. Und wenn ihr spezifische Fragen habt, um nochmal den einen Anschub zu bekommen, um selber machen zu können, ist das natürlich schon perfekt. Wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt, Thomas und ich haben ja auch ein Programm aufgesetzt, Operating Models, wo ihr dann in drei Teilen, ne, das wären dann eben solche anderthalb, zwei Stunden, nochmal viel tiefer eingeführt werdet und wo wir in einem ersten Teil nochmal Grundlagen schaffen, in einem zweiten Teil dorthin gehen, dass ihr dann selber auch solche Radar-Diagramms für euren Anwendungsfall, für euren Funktionsbereich aufbauen könnt und wo es im dritten dann nochmal Tipps auch gibt, was die praktische Umsetzung dann von solchen neuen Ansätzen angeht und wie man sie zum Erfolg bringen kann.
Okay, aber wichtig vielleicht für mich jetzt nochmal zum Abschluss, diese Logik ist ganz universell anwendbar. Und wenn wir da jetzt also gemeinsam irgendwie in diesem Kontext oder jetzt sprechen, dann kann man die natürlich genauso anwenden für Rechtsbereiche. Da habe ich das schon in der Praxis gemacht für einen Werkskonzern. Man kann das anwenden für die Produktion, für Logistik, für Marketing und so weiter. Und ich freue mich natürlich, sollte euch die Methodik gefallen und das, was ich jetzt gerade erzählt habe, sinnstiften. So. Thomas, ich übergebe an dich, wenn du, ich weiß nicht, ob du Meldungen bekommen hast im Chat oder ansonsten lade ich jetzt natürlich auch die Teilnehmer ein oder du wirst sie gleich einladen, denke ich, Fragen zu stellen. Ja, also vielen Dank. Wirklich sehr spannend, vor allen Dingen als wirklich mal die Dinge auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das passiert viel zu wenig bei uns. Ja, ich gebe mal das Wort an die Runde. Wer hat Fragen zum Thema? Ja, Christian? Ja, hallo. meine Frage wäre jetzt gehend, wir sind immer davon ausgegangen, wenn ich das Diagramm richtig gedeutet habe, dass alles am Anfang eine hohe Bedeutung hat. Das heißt, nur die klassische, also das bestehende Modell wurde dann nochmal dahingehend überprüft, dass ich da vielleicht die Bedeutung zurückgefahren habe. Sollte ich das denn nicht auch mit den neuen Themen machen? Weil ich meine, ich muss ja trotzdem priorisieren, oder? Ja, also was ich da immer ganz gerne mache, ist, dass ich halt so bei der klassischen Ausgangssituation beginne. Dann lassen sich am schönsten die radikalen Gegenentwürfe zeigen, ne? Und wenn du dann im zweiten Schritt meinetwegen bist, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, bei uns funktioniert ja nicht alles nach dem Muster oder wir haben vielleicht auch schon einen neuen Weg gefunden und den kannst du einzeichnen. Ne? Also das hängt so ein bisschen von der Ausgangssituation ab. Wenn 90% bei euch nach dem Muster abläuft, dann würde ich auch so starten. Angenommen, ihr habt eine ganz spezifische eigene Aufstellung im Unternehmen für ein bestimmtes Thema, dann startet so, wie du vorschlägst und dann muss auch nicht alles außen sein. Ja, weil ihr vielleicht schon gegenüber dem klassischen Modell bestimmte Dinge gelernt habt. Okay, und das Lernen aber trotzdem klassisch über Feedbackbögen oder so, weil das hat sich für mich am Anfang angehört, als ob das ein bisschen in Frage gestellt wurde. Nee, das würde für mich nicht in Frage gestellt. Was ich jetzt bei dem neuen Modell halt machen kann, ist, dass ich viel interaktiver und stärker damit arbeiten kann. Ja? Also wenn du so Tools kennst wie Mentimeter, kann ich jetzt im Grunde, ich habe das jetzt in unsere Veranstaltung nicht eingebaut, aber ich kann ja im Grunde nach jeder Sequenz, ne, nach 10 Minuten sofort hinterfragen. Ich gebe einen kleinen Fragebogen durch, die Leute geben auf ihrem Handy durch, ob sie zu 80%, 90% oder 100% oder 20% oder gar nicht zufrieden sind. Ne? Diejenigen, die nicht zufrieden sind, können sagen, an welcher Stelle sie nicht zufrieden sind. Ich kann gezielt nochmal nacharbeiten. Im Grunde kriege ich über diese Technik, sogar wenn ich sie gezielt einsetze, ein besseres Feedback, als wenn ich das in einer großen Runde mache, also vor physischen Teilnehmern. Weil da habe ich dann häufig auch die Situation, dass ich ein paar Introvertierte habe, die sich nicht zu Wort melden. Und wenn ich das institutionalisiere, kurzzyklisch mache, dann kriege ich unter Umständen noch ein klareres Bild aus der Runde. Danke. Noch weitere Fragen? Stelle ich mal eine zur Überbrückung. Jetzt haben wir dieses Operating Model entwickelt für unsere Funktion. Ja, wie geht es denn dann weiter? Also wie wird dann das weitere Vorgehen? Was sind da deine Erfahrungen im Unternehmen dann damit um? Also für mich wäre das naheliegendste, nicht gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also das bedeutet, man muss ja nicht alles ändern, sondern wir haben nach wie vor eine Berechtigung für klassische Seminare, aber wir stellen uns einfach die Frage, für wie viele Prozent der klassischen Seminare gibt es denn diese Berechtigung? Häufig ist es so, dass wenn Leute beispielsweise erstmalig ins Unternehmen kommen, ne, dann würde ich beispielsweise auch nicht direkt mit sowas starten wollen, ne, also mit einer digitalen Variante. Aber es gibt eben einen bestimmten Prozentsatz, wo wir sagen könnten, für die können wir es definitiv machen.
Und dann wäre also die Überlegung zu sagen, für diejenigen, wo wir überhaupt keine Resistance haben, für die das umarmen werden, weil sie zu den Personas gehören, lasst uns doch mal für die starten. Und weil wir da eh schon glühende Anhänger haben, machen jetzt also 20% meinetwegen, also unsere Corporate Academy oder Weiterbildungsabteilung, die widmen wir jetzt um oder holen dafür neue Leute und die sollen dafür ein entsprechendes Programm aufbauen. Und in Abhängigkeit davon, wie das fliegt, shiften wir halt von der einen auf die andere Seite. Und wir werden dabei ja natürlich auch ganz viele Lernerfahrungen sammeln. Also es wäre Blödsinn, irgendwie einen Schalter umlegen zu wollen und direkt von einer Seite auf die andere zu springen, weil es dafür, es gibt für beide die Berechtigung und wir würden uns zudem noch der Möglichkeit berauben zu lernen. Mhm. Also kurze Anmerkung von das eine langsam aufbauen und das andere vielleicht runterfahren oder die Ressourcen dann verteilen. Ja. Jetzt bin ich da irgendjemand im Wort gefallen. Ja, ich wollte gerade noch ganz kurz was dazu sagen, weil also gut, dass das jetzt kam, weil für mich war das so ein bisschen, sag ich mal, jetzt erstmal so eine Schwarz-Weiß-Malerei, rechts alter Weg falsch, links neuer Weg richtig. Wir kommen aus der Digitalisierung, machen sowas ganz viel und in den meisten Fällen ist es eben genau dieser Weg nicht oder genau das, was sofort mit viel Aufwand und viel Getöse auf die Schnauze fällt, sage ich mal freundlich, weil der rechte Weg ist nicht zwingend der falsche und der linke ist jetzt für mich auch kein neuer, weil es gibt schon seit 15 bis 20 Jahren digitale Schulungsangebote und es hat sich auch bei vielen erwiesen, dass das nicht der richtige Weg ist für alle Fälle. Es gibt für beides Daseinsberechtigung und für beides auch Wege, es zu gehen oder es zu kombinieren, es zu vereinen und eben alle Kundenbedürfnisse vielleicht besser gerecht zu werden. Und es ist sicherlich ganz wichtig, mit kleinem Fortschritt anzufangen und zu gucken, wo es sich hinbewegt, weil die Zukunft ist sicherlich anders und es wird nach Corona auch anders sein, wie es heute ist. Also es wird nicht alles in Zoom stattfinden, weil das für viele auch unerträglich ist. Und man muss sich stetig fortentwickeln und immer gucken, dass man quasi am Puls bleibt. Und das Größte, was wir in dem Rahmen immer eben sehen, sind diese ganzen Mitarbeiter, die man dafür hat, die das dann bewerkstelligen. Die muss man immer mit an Bord haben, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie die Mitarbeiter zu vergraulen, zu verängstigen, das Gefühl zu vermitteln, dass ihr Job bald nichts mehr wert ist. Und da fallen dann ganz viele innovative Ideen, die von oben runtergedrückt werden. Und da ist sicherlich ein vorsichtiger, vorausschauender und immer wieder kritisch hinterfragender Weg der bessere. Also, ich bin zu Teilen einverstanden, Timo, wenn ich gleich darauf antworten darf, aber nicht vollständig. Zunächst mal versuche ich, also ich gehe nochmal zurück zu dieser Nightmare-Competitor-Geschichte, über die wir zu Anfang gesprochen haben. Warum habe ich die gemacht? Weil ich eines festgestellt habe, dass Unternehmen extreme Schwierigkeiten haben, outside in zu denken. Ne? Also mal alles, was sie bislang gedacht haben, in Frage zu stellen, fallen zu lassen und so weiter. Und ich denke, wir sollten so unseren Denkprozess starten, dass wir erstmal überlegen, ohne dass wir die Handbremse anziehen, ohne dass wir über eigene Restriktionen nachdenken, was ist denn möglich? Und da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen. Also in den fortschrittlichsten aller Unternehmen finden wir sowas wie das, was ich hier hingestellt habe. Ne? Ich würde mal fragen, ob wir es in allen Ausprägungen finden. Also wo ich mit dem Diagramm hin wollte, selbst wenn du sagst, bei uns findet das alles so statt, dann freue ich mich ja drüber, aber 90% der Unternehmen findet es noch nicht in der Radikalität statt. Wo ich eigentlich hin möchte mit dem Diagramm, ist, dass wir erstmal sozusagen das Ultimative, die ultimative Ausprägung kennenlernen. Und eben nicht zu vorsichtig starten. Und zum einen im Denken. Der ganz wichtige zweite Punkt ist aber, wir sollten auch nicht zu vorsichtig bei den Teilnehmern starten. Wenn du jetzt sagst, ich habe 100% meiner Belegschaft und jetzt muss ich die in die digitale Welt führen, und deswegen muss ich mit einem vorsichtigen Programm starten, dann wäre das aus meiner Sicht nicht der optimale Weg. Sondern was ich hinterfragen würde, deswegen auch die Persona-Logik. Wie viel Prozent der Leute in meiner Unternehmung wären denn für so ein Programm zu haben? Und dann startest du mit denen und zeigst, dass es geht. Und dann hast du Leute, die mit feuernden Augen in dem Rest der Organisation darüber berichten und sagen, das war mal eine coole Sache, ne? Das war maßgeschneidert, ich konnte wirklich übertragen und so weiter.
Und was darüber passiert ist, dass darüber eben auch Widerstand bricht. Und mehr Leute sind dann bereit, in die neuen Formate hineinzugehen. Also versuch, das wäre so mein größtes Feedback, versuch nicht aus einer Inside-Out-Logik alle glücklich zu machen, sondern frage, an welcher Stelle kann ich eigentlich jetzt, ohne dass Schmerzen entstehen, das Neue in größter Radikalität, ne? Also so, dass es auch wirklich seine Vorteile ausspielen kann, zur Anwendung bringen. Ja, also klar, also ich war jetzt nicht so gemeint, dass man den kleinsten Hoppelhäschen-Schritten losziehen sollte. Es in Frage zu stellen und ein großes Ziel zu haben, macht Sinn. Aber wir haben halt ganz viele Kunden, die genau daran gescheitert sind, dass sie zu große Schritte machen wollten. Weil großer Euphorie folgt gerade meistens ganz große Ernüchterung, weil man das Personal nicht hat, das zu bewerkstelligen. Mhm. Das Personal auch nicht, also zum Beispiel ein Kunden mit einem super hoch euphorischen Geschäftsführer, der genau diese Modelle verfolgt, es aber an seine Mitarbeiter nicht transferieren kann und die seit 3 Jahren auf der Stelle treten und einfach nicht weiterkommen, weil sie gar nicht wissen, in welcher Richtung sie mal anfangen könnten und wo es weitergehen soll. Also ich sage, es muss ja auch immer in Frage gestellt sein, ob das, was man sich links vornimmt, auch alles richtig ist. Die Hälfte davon kann ja auch falsch sein. Also deswegen sage ich, man muss diesen Prozess fortwährend gehen. Man muss ongoing hinterfragen und ständig den Weg auch neu ausrichten und immer dafür bereit sein, den Weg auch in eine andere Richtung zu gehen. Also deswegen also halt habe ich auch vorher gesagt, was es für mich am Anfang so was ihn suggeriert hat. Aber deswegen habe ich, ich hoffe, ich könnte das auflösen damit, indem ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzt, sondern idealerweise beide Wege. Und es geht darum, zunächst einmal intellektuelle Hoheit zu gewinnen. Und ich glaube, dass es darüber geht, wäre meine Erfahrung. Lass mich aber vielleicht auch noch einen Satz sagen. Wir machen häufig die internen Restriktionen und dass es halt so schwierig ist. Also bei allem, was ich vorher gesagt habe und wo ich dir vollständig recht gebe, ne? Zum Grund, warum es langsam gehen muss. Das ist aber halt auch eine starke Inside-Out-Logik. Ich komme ja aus dieser disruptiven Ecke. Und wenn du den Disruptor dastehen hast, ne, dann musst du dir die Frage stellen, nicht wie viel Zeit habe ich denn, ne, sondern unter Umständen musst du schnell reagieren können. Und eigentlich haben wir jetzt gerade auch eine Chance, darauf möchte ich einzahlen, die bedeutet, also denk einfach mal, wenn du Kinder hast, die zur Schule gehen, ist das wirklich okay, was die machen? Geht das jetzt wirklich schnell genug? Was würden wir uns da tatsächlich wünschen an Unterstützung? Und dann würde ich mir eigentlich Leute vorstellen, die jetzt gezielter vorgehen, ne? Die sich der Herausforderung stärker stellen und das annehmen und sagen, lasst uns jeden Strohhalm, den wir jetzt rannehmen können, gucken, dass wir mit Momentum und in die positive Richtung bewegt bekommen, ohne dass die anderen deswegen vergessen werden, völlig klar. Mhm. Okay. Ulrich, das ist ja, was ich vorhin auch meinte. Du hast es ja dann nochmal erwähnt, dass es eben das alte Modell nicht einfach fallen gelassen wird. Das war der Einwurf, der mir auch am Anfang noch so ein bisschen gefehlt hat, dass einfach so dieser, weil es ist einfach so ein Weg auf Messerschneide, den man gehen muss und den man halt auch natürlich mit einem radikalen Ansatz unter Umständen gehen muss, wo wir halt gesehen haben, wo sich viele Unternehmen, die gerade schon ein bisschen älter sind, auch sehr, sehr schwer tun, auch mit Themen wie Scrum oder OKR. Das sind viele DNA, Firmen-DNA, spezifische Themen, die man nicht einfach von heute auf morgen ändern kann. Man hat ja eine gewisse Kultur entwickelt, die es gilt zu transformieren. Und viele Disruptoren, die da aufkommen, wie ich sag mal, die extremsten, so wie Uber oder sowas, die platzen einfach aus dem Nichts daher und kommen mit einer anderen DNA per se auf den Markt. Und die haben dieses Problem der Umstellung nicht. Deswegen habe ich auch schon immer sehr kritisch gesehen, wenn die Leute sagen, wir müssen dieses Spotify-Modell fahren, wo ich immer gesagt habe, ja, da musst du aber auch das Unternehmen dafür haben. Du kannst nicht einfach denken, du tust das und die Hälfte in Spotify arbeitet selber nicht so, wie sie immer sagen, weil es eben nur in ein paar Abteilungen so ist. Also es ist immer sehr, man kann es halt nicht sehr verallgemeinern. Das ist für jedes Unternehmen halt auch unterschiedlich. Ja, aber ich denke, das ist jetzt auch zu sehr im Detail gedacht vielleicht. Ich meine, der Sinn war ja, dass man dieses Operating Model zunächst mal vorstellt, ein Verständnis dafür erweckt. Und ich muss sagen, das ist eine sehr schöne Art und Weise zu visualisieren. Wo steht man? Wo kann ich hin? Wo will ich hin?
Die Punkte auf der linken Seite, also die neuen Punkte, sind ja sicherlich nicht im stillen Kämmerlein erarbeitet, sondern im Team erarbeitet. Und was mir jetzt noch fehlt, ist eine Priorisierung. Also zunächst mal ist das wunderbar visualisiert. Man kann daraus einen Projektplan bauen. Und ich würde aber im nächsten Schritt, Thomas, du hast vorhin gefragt, was kommt dann danach? Also ich würde es priorisieren. Also man muss ja Prioritäten setzen. Ich habe die jetzt alle auf die äußere Linie gesetzt, oder du, Ulrich, auf die äußere Linie, also alle gleichgewichtet. Man müsste jetzt halt schauen, okay, was ist mir am wichtigsten, was nach der 80-20-Regel vielleicht auch arbeiten. Low-hanging fruits first. Absolut. Dass man von 1 bis 8 oder wie viele Punkte das jetzt sind, schaut, welche greife ich an. Und daraus, aus dieser schönen Visualisierung, sage ich mal, mehr ist es ja nicht, und dann Priorisierung und Clusterung, kann man dann tatsächlich, ich sage mal, eine Roadmap ableiten, wie will ich was in welcher Zeit umsetzen. Mhm. Ja, das ist völlig richtig, André. Ich habe das im Team entwickelt, und wenn ich mit solchen Radardiagrammen arbeite, auch auf Business Model Ebene, dann ist immer der Anspruch, dass sowas wollen wir an einem Tag stehen haben. Ja, also das wäre der Anspruch an den einen Tag. Mhm. Also das muss relativ schnell gehen, da müssen wir die Methode verstanden haben, man muss es praktizieren. Unter Umständen macht man auch verschiedene Modelle für verschiedene Personas und muss dann nachher abwägen, welches ist denn wie gut für welche und hat welche Tragweite. Da beginnt es dann eigentlich schon, ne, das Priorisieren. Vielleicht muss ich noch gar nicht hier bei Ausprägung priorisieren, sondern vielleicht eher bei Persona. Aber wenn ich das dann habe, und nicht mehr haben wir jetzt hier dargestellt, ein ganz extremer Entwurf, der sich hoffentlich pitchen lässt, ne? Also wo man die Unterschiede aufzeigen kann, dann wäre der nächste Schritt also in die Tiefe zu gehen und zu sagen, welche Maßnahme hat welches Gewicht, was will ich in welcher Zeit umsetzen und so weiter, ne? Also alles, was du sagst, ist richtig und wäre genauso wie das, was vorher sagte, was Timo sagte, dann zu berücksichtigen. Mhm. Vielen Dank. Ich denke, es gibt dann auch wahrscheinlich einzelne Teilprojekte, ja. Also wenn ich mir jetzt anschaue, ich sage jetzt mal das Thema Leistungsangebot, ja, da drehe ich vielleicht 2-3 Runden, ja, dann bin ich durch. Also wenn wir jetzt das als Leistungsangebot als Teilprojekt nehmen würde, wenn ich mir dann anschaue, neuartige Verträge mit externen Trainern, da geht es ja auch um juristische Dinge und so weiter, ja, da dauert es dann vielleicht ein bisschen länger. Ja, weil da vielleicht Themen gerade jetzt hochkommen, wo es vielleicht auch gar keine Urteile und so weiter gibt. Da muss man vielleicht sogar was neu entwickeln. Da wird man dann auch irgendwie zum Pionier. Und dann Lernfortschritt, da geht es dann vielleicht um die Evaluierung von dem passenden Tool und so weiter. Also wahrscheinlich ist jede Ausprägung dann auch ein Teilprojekt, ja, und wo ich dann halt im Laufe der Zeit auch sagen kann, okay, es ist eine andere Ebene. Ich habe einmal hier die Bedeutung. Und die andere Ebene im Projektplan wäre dann, wie ist der Realisierungsstand? Ja, also wie viel habe ich gefunden? Also ja, oder Fertigstellungsstand, sagt man dann im Projekt, ja. Also das sind, glaube ich, drei verschiedene Ebenen, die man zusammenbringen muss. Also was ich gelernt habe, ist, dass man in solchen Workshops zwei Dinge unterscheiden muss. Das eine wäre, dass man Tools zur Verfügung stellen muss, die dazu führen, dass die Teilnehmer extrem denken, ungehindert sind in der Diskussion. Sobald ich irgendeine Form von Bewertungsfrage, ne, bei Brainstorming ist das ja die erste Regel, Ideen finden wird vom Bewerten getrennt. Ne? Sobald ich in irgendeine Form der Bewertung einsteige, habe ich ein Problem mit dem Fluss auf der Kreativseite. Und dieses Tool, bitte versteht es nur so, ist darauf ausgerichtet, diesen Kreativitätsprozess aufs Maximale zu unterstützen. Und die von euch angesprochenen nachfolgenden Schritte sind valide und müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden. Ne, also das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, genauso wie priorisieren. Aber versteht das ja bitte als zweiten Schritt an. Ulrich, ich habe noch eine Frage, das kam bei mir akustisch nicht so richtig raus. Dieses schwedische Unternehmen, wie hieß es nochmal? Promote. Promote. Also wie die Promotion, Promote, ja. Mhm. Ja, gut, dankeschön. Ja, dann wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben 10:04 Uhr. Ich würde es jetzt gerne offiziell
beenden. Hat mich gefreut, dass so viele so lange durchgehalten hatten. Wir hatten also bis 10 Uhr also schon 24 Teilnehmer, fand ich also jetzt grandios. Spitzenzeiten waren wir 30. Uli, nochmal vielen, vielen Dank. Ich danke auch für die Teilnahme von euch und ja, wie gewohnt in Xing gibt es die nächsten Ausschreibungen schon. Wir sind jetzt gerade sehr anspruchsvoll unterwegs. Wir haben jetzt die nächsten Wochen, jede Woche ein Digital Breakfast online. Nächste Woche wird stattfinden internationale Webseiten. Also guckt einfach mal rein über die üblichen Kanäle. Und abschließend bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, danke, tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. 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 Schönen Tag.